Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von dem Brand News Family Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also er wäre theoretisch passend zum 1. Dezember auch da gewesen, aber ich... Mein Handy macht komische Geräusche. Ich war das nicht. Okay, also, ich stelle ja immer noch Adventskalender-Unboxings online, einfach weil ich mir ja eine kleine Babypause gegönnt habe. Und ja, jetzt hat er auf uns gewartet und möchte gerne gezeigt werden. 44,99 € habe ich dafür bezahlt und ab 39,99 € hätte man den kaufen können. Also quasi, wenn man Brand News Kunde schon quasi wäre. Also quasi Abonnent von der Box. 26 Kläppchen haben wir tatsächlich dieses Mal am Start. Und ich bin gespannt, was ihn zu einem Family-Adventskalender macht. Mal schauen. Okay, Leute, wow. Die 1 fängt schon mal richtig toll an. Und ja, da sieht man halt, dass es Family sein soll. 5 Stück von den Lou Küchlein Petit Look Chocolate sind hier drin. Und das sind Bärchen. Feier ich hart, wirklich. Kann ich nicht anders sagen, Leute. Das ist eine tolle Nummer 1. Und ja, es ist definitiv ein Family-Food-Produkt. Auch die Nummer 2 ist tatsächlich ein Produkt, wo ich sage, ja, klassisches Familienprodukt, aber auch etwas, was mein Freund und ich uns geholt haben, als wir noch kein Kind hatten. Kinder M. Eukal Hustenbonbons, Wildkirsche mit 5 Vitaminen, zuckerfrei. Und das sind die klassischen, die ich einfach so liebe, wenn wir bei der Apotheke sind und ein bisschen Halskratzen haben, nimmt man die mit. Und ich weiß, dass wenn ich die gleich mit nach unten nehmen werde, dass mein Freund auch direkt sagen wird, ja, richtig gut, die gönnt man sich halt tatsächlich auch. Wenn man keinen Husten hat, sondern einfach, wenn man den Geschmack so gerne mag und das einen so ein bisschen an die Kindheit erinnert. Ist das bei euch auch so? Also ich finde es mega. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da ist etwas drin, was ich hier super gerne esse. Also tatsächlich bislang Geschmack getroffen. Das sind diese Beauty Sweeties Schmetterlinge, glutenfrei, fettfrei, laktosefrei. Da ist halt dieses Q10, Q10 Aloe Vera und Biotin mit am Start. Das ist eine Originalgröße. Ich mag die einfach gerne. Also das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich schön von innen macht, aber es macht auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht bei mir, weil ich die gerne esse. Hier haben wir die Nummer 4. Tja, das ist jetzt schwierig. Da war einiges drin. Ich weiß jetzt nicht, was von diesen Produkten hier drin enthalten war. Ich tippe mal auf die Schokolade. Ja, nehmen wir die doch einfach mal. Weil auf diesen Kärtchen, die hier mit drin sind, steht jetzt auch nicht drauf, welche Nummer das gewesen wäre. Ist ja nicht schlimm, ne? Lind, hello, nice to sweet you, vegan pretzel and nuts hafer drink. Mega geil. Also ja, Graskarton 100 Gramm. Also da haben wir auch noch eine nachhaltige Geschichte, was ich positiv finde. Und ich mag gerne diese Pretzels, also quasi diese Brezel quasi, ne, die drin sind, die so ein bisschen dieses Salzige und Crunchige mit reinbringen. Trifft meinen Geschmack definitiv. Auch das erinnert mich an meine Kindheit. Tritop, also das hatte ich in meinem Waldmeister-Geschmack. Hauptsache richtig künstlich, ne? Pfirsich-Maracuja, das ist ein Sirup, den machst du dir einfach, ja, in dein Wasser rein. 600 Milliliter. Das kannst du auch für Sprudlersysteme nehmen und wir haben tatsächlich einen Soda-Stream. Dementsprechend macht das Sinn. Und wir haben halt auch wirklich komplett umgestellt von den klassischen Softdrinks, die man ja so kaufen kann, zu diesen Sirupviechern. Ja klar, an Nikolaus darf es was Besonderes sein. Und da haben wir ein Kartenspiel ab 7 Jahren. Okay, Monopoly Kids kaufen, tauschen und stibitzen. Wer sammelt am schnellsten? Hört sich interessant an, kenne ich noch gar nicht. Aber in einem Food-Adventskalender auch mal so ein Kartenspiel mit drin zu haben, finde ich persönlich gar nicht verkehrt. Vor allem, weil es ja auch ein Family-Adventskalender ist. Und ich finde es einfach schön, wenn man als Familie auch mal wieder diese klassischen Spieleabende macht. Wir haben das damals gemacht, da waren wir auch zu viert und da haben wir Doppelkopf gespielt. Das war dann immer so unser Familienspiel, was wir gemacht haben oder im Urlaub oder so. Ne? Da brauchtest du halt keinen Fernseher. Hast du die Doppelkopfkarten rausgeholt und dann ging die Party ab. Und das haben unsere Eltern uns echt früh beigebracht und das war total cool. Deswegen finde ich es klasse, dass man dann einfach auch hier so ein Kartenspiel mit drin hat. Am 7. Dezember geht es für uns in die Weihnachtsbäckerei und da haben wir den Knuspermix mit Schokokaramellgeschmack, Knusperperlen, Zuckerstreuselmix und Non-Pareils, keine Ahnung, kannst du die überall drüber machen, ne? Über Eis, über Waffeln, über Sahne. Dies, das, Ananas, finde ich klasse.
das mag ich gerne. Doch, ne? Kann man sich theoretisch, auch wenn man ganz fancy-fancy unterwegs ist, einfach einen Joghurt reinmachen. Hast du deinen eigenen Joghurt mit der Ecke ohne Ecke. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir einfach mal Bügelperlen drin. Geil. Ja, Julius ist noch ein bisschen zu klein dafür. Ist nicht schlimm. Wir haben ja auch einen Neffen. Vielleicht hat der einfach Bock drauf, das zu verwenden. Oder wir bringen das dem einfach mal mit. Bügelperlen ist halt etwas, was ich damals auch gemacht habe. Und das ist jetzt von Hama. Da hast du dann auch noch so einen Tannenbaum mit dabei. Ja, ist ab 5 geeignet. Okay, unser Neffe ist jetzt eigentlich 4, ne? Also nächstes Jahr müsste das was für ihn sein. Aber richtig, richtig toll. Oder man legt es hier in die Spielekiste, dass wenn dann Kinder vorbeikommen, dass man mit denen dann diese Bügelperlen machen kann. Und ich habe das damals so hart gefeiert, dass ich dann sowas gemacht habe und dann meinen Eltern schenken konnte, wenn ich irgendwo auf dem Geburtstag war oder zu Besuch war, ne? Und oder wir das hier zu Hause gemacht haben und dann war das halt so ein Untersetzer. Und wie viele von diesen Untersetzern hatten wir hier rumfliegen? Richtig cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns einfach mal über ein Kilomehl freuen. In der heutigen Zeit, ohne Witz, mein Freund bei ihm einkaufen kam wieder und sagte, boah, für das bisschen habe ich 75 Euro bezahlt, bla bla. Ja, also da freut man sich darüber, ein Kilomehl im Adventskalender. Ne? Das ist das klassische Weizenmehl-Type oder Typ 405. Ne? Vielseitig einsetzbar, ideal für Kuchen und kleinen Gebäck. Kannst du gebrauchen von Aurora. Ne? Ja, Mehl kann man machen. Ist gut. Ja, okay. Also die Nummer 10 feiere ich jetzt nicht ganz so. Das ist jetzt einfach so eine Geschenktüte. Auch sowas kann man gut gebrauchen, ne? Keine Frage. Aber ich weiß nicht, Geschenktüten brauche ich jetzt nicht in einem Adventskalender drin haben. Ja, warum eigentlich nicht? Also die Nummer 11 enthält von Benz Original Express bunter Paprikareis, perfekt in 2 Minuten, 220 Gramm. Ja, ne? Wenn man einfach mal eben schnell sowas haben möchte, hat man es hier mit drin. Das ist nicht verkehrt, habe ich jetzt schon tatsächlich öfters auch verwendet, wenn es in Boxen mit drin war, in Foodboxen. Ich mache ja hier auf diesem Kanal eigentlich hauptsächlich Beauty, aber weil ich halt auch irgendwie so ein experimentierfreudiger und leicht verfressener Mensch bin, packe ich hier auch super gerne Foodboxen aus, genauso wie Food-Adventskalender. Falls du Bock hast, abonniere mich gerne. Da ist der Abo-Button. Klick gerne drauf, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich würde mich mega freuen. Auf jeden Fall ist das ja einfach praktisch, ne? Wenn du dann sowieso irgendwie was Kurzgebratenes hast oder so, dann hast du Bock drauf, ein bisschen Reis dazu zu machen. Dann hast du hier schon was fertig. Ja, ist schön. Und irgendwas haben die hier, dass sie die Tafel auch unterstützen, finde ich auch super. Die Nummer 12 enthält ein Produkt, was ich auch richtig gerne mag, von Mühlhäuser, das Thüringer Pflaumenmus. Da muss ich immer an meinen Opa denken, weil damals gab es bei meinen Großeltern auch immer so ein Pflaumenmus. Gerade mein Opa mochte das super gerne. Auch so Trockenobst hat er gerne gegessen. Und ja, ne? Lecker, Norm, mag ich gerne leiden. Kann man sich einfach mal als schönen Brotaufstrich gönnen. So, die Nummer 13 ist jetzt in dem Falle leer. Ich habe hier aber schon einiges liegen, was auch in andere Geschichten reingerutscht war. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass in der Nummer 13 gegebenenfalls das Mono Quick Patch drin gewesen ist. Da gäbe es theoretisch auch unterschiedliche Geschichten. Also ich habe jetzt hier einfach einen Affen drin und sowas kann ich jetzt wirklich gut gebrauchen, wenn ich meine, gut, jetzt aktuell ist Julius noch ein Säugling, aber wenn er dann irgendwann anfängt, ups, zu krabbeln, dann wird man halt solche Patches brauchen, damit man nicht jetzt irgendwie direkt immer neue Hosen und so kaufen muss, sondern dass man halt einfach da so einen Patch drüber macht und den, ja, das Loch dann damit verdecken kann. Finde ich gut, passt auf jeden Fall in einen Family Adventskalender rein. Sehr cool. In der 14 haben wir eine Limo drin von Hella und das ist die Richtung Orange. 750 Milliliter. Einfach mal so ein schönes Getränk, ne? Das ist wie so eine Fanta im Prinzip. Ich weiß nur nicht, ob das dann irgendwie ein bisschen gesünder sein soll oder so. Auch die Nummer 15 ist leer. Das heißt, da würde ich jetzt einfach mal dran denken, da hatten wir dieses Notizheft vielleicht drin. Probier was Neues. Ja, das ist halt so ein Notizheft. Das hatte ich leider auch in einem anderen Brand News Adventskalender drin, muss ich sagen. Auch hier Bucketlist ist halt so ein Füllprodukt, ne? Da kann man vielleicht so ein bisschen Einkaufslisten reinschreiben oder so. Ja, aber da habe ich persönlich lieber so einen Abreißblock. Egal, have a nice day steht hier hinten drauf. Es ist sehr charmant gemacht. Soll 2,80 Euro kosten. Okay, ist okay. Brauche ich aber eigentlich nicht in einem Adventskalender drin. In der Nummer 16 habe ich Nutri Pur, 100% Natur, nur lecker snacken, Fruchtsofties, Himbeere und Apfel mit Crispies, hergestellt aus 100% natürlichen Zutaten. Okay, das sind dann wohl so kleine Fischchen, die dann fruchtig schmecken sollen und etwas gesünder sind. Jo, warum nicht? 35 Gramm, mag ich gerne, werde ich mir snacken. Oh ja, wir sind jetzt eine Woche vor Heiligabend. Auch die beiden Produkte aus der Nummer 17 kommen mir persönlich sehr
aus der Kindheit irgendwie wieder. Ne? Quietsche süß, Trink und Dreh, Multifrucht und Trink und Frisch, Kirsche haben wir hier drin. Trink und Frisch, steht das da wirklich drauf? Nee, oder? Trink und Dreh, genau. Und ja, super quietsche süß, aber definitiv trinkbar. Würde ich mir jetzt wahrscheinlich eher verdünnen mit ein bisschen Sprudelwasser, ne? Die Nummer 18 habe ich eben schon wieder da oben reingefriemelt, weil die irgendwie halb daneben hing. Milch-Knusper-Dessert-Popcorn-Geschmack. Cremig trifft knusprig mit Vollkorn-Butterkeksen. Nur mit Milch verrühren und genießen. 150 ml kalte Milch. Mach's einfach dazu. Das werde ich mal ausprobieren. Ne? Dessertmischung mit Popcorn-Geschmack und kleinen Vollkorn-Butterkeksen für eine Portion. Es ist geeignet. Gönne ich mir mal. Warum nicht? Ja, warum nicht, sage ich irgendwie relativ häufig bei diesem Adventskalender, ne? Ja, das sind schon überraschende Produkte bislang, aber irgendwie coole Sachen. Auch die Nummer 19 war jetzt leer. Da sind vielleicht diese Kärtchen drin gewesen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hab dich einfach gern. Also es sind halt einfach süße Kärtchen. Kann ich euch jetzt auch mal in die Kamera zeigen, dass ihr euch die anguckt. Also so Grußkarten in einem Adventskalender finde ich ganz schön. Ne? Ich finde es ein bisschen, ja, es sind halt Schreibwaren auch hier drin, aber es ist ja als Family Adventskalender auch deklariert gewesen. Passt schon. Ja, ist süß, kann man auf jeden Fall verwenden. Und so ein Eisbär mit Pinguin schmusend, da haben sie mich eh. In der Nummer 20 haben wir ein echt großes Produkt drin. Teller Rebellen Chili Willi. Ganze Mahlzeit ohne Zuckerzusatz, mildes Bio-Chili Sin Cana, also quasi ohne Fleisch. Wird dann wohl eine Mahlzeit sein für jemanden. Kann man ja einfach so essen. Kann man vielleicht auch in Kombi mit dem Reis essen. Das muss man mal ausprobieren. Erinnert mich halt so ein bisschen auch an diese, wie heißen die nochmal? Weiß ich nicht. Fällt mir gerade nicht ein, die man auch im Rossmann kaufen kann, von der Höhle der Löwen. Ne? Ja, finde ich persönlich auch immer ganz cool, dass man das einfach hat, so für mal eben zwischendurch, wenn du vergessen hast zu kochen oder keinen Bock oder keine Zeit hattest. Ne? Macht das auf jeden Fall Sinn. Ach warte, am 21. Dezember haben wir wieder Bügelperlen am Start. Ich finde es nicht schlimm, dass wir das jetzt zweimal drin haben, ne? Weil hier haben wir jetzt so einen Pinguin. Ja, warum ist denn auch noch ein Schneemann abgebildet, wenn ich das drehe? Nee. Ja, aber wir haben den Pinguin hier. Genau. Finde ich auch ganz süß. Wie gesagt, Bügelperlen finde ich großartig. Vielleicht mache ich das sogar selber. Einfach so, weil ich es kann. Weil ich es jetzt da habe. Die Nummer 22 enthält Saatencrisp von Brand. Kürbiskern und Leinsamen. Sowas mag ich auch ganz gerne. Kannst du entweder so snacken oder irgendwo reindippen oder so. Ne? Und das ist relativ gesund und jetzt nicht, also ist auch relativ sättigend. Ne? Deswegen finde ich das auch schön, dass wir das mit drin haben. Auch mal ein bisschen was Gesünderes. 23. September, vor allem Dezember, der Tag vor Heiligabend. Hier habe ich freche Freunde, ein Dinkeldrink, rote Früchte ohne Zuckerzusatz drin. Das ist natürlich Hardcore, muss ich sagen. Ob man es mag, muss man dann einfach mal gucken. 250 ml habe ich hier drin. Also ich persönlich werde sowas trinken. Ich mag sowas auch. Ich weiß, dass ich meinen Freunden sowas jagen kann. Aber für mich ist sowas einfach, ne, für mal eben zwischendurch ganz okay. Und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Aber ich glaube, das ist nicht so unbedingt jedermanns Geschmack. Hier habe ich jetzt den Heiligabend, De Beukeler Prinzenrolle Creamies. Das sieht sehr, sehr cool aus. Zimt und sehr, sehr viel Schoko sind hier am Start. Also Spekulatius-Geschmack. Oh, siehst du wohl. Das ist natürlich etwas, was absolut in den Winter reinpasst und dementsprechend auch eine tolle Nummer 24 ist. Finde ich cool. Ich bin aktuell sowieso ein mega Spekulatius-Fan. Und ist das, also tütenweise hier zu Hause, ne? Es geht hier noch ein bisschen weiter. Zwei haben wir ja noch. Da habe ich einmal Alive. Ihr habt nur 5 Leben. Oh, Hasbro Gaming. Das ist auch cool. Ab 8 Jahren ist es geeignet. Und da hat man dann ein etwas schwierigeres ja, Kartenspiel. Finde ich auch gut. Mag ich. Finde ich klasse. Am 26. Dezember haben wir dann noch etwas mit drin enthalten von Niceria oder Niceria, weiß ich nicht. Schokosmoothies, Himbeere und Cranberry in Vollmilchschokolade. Ja, also für mich nix, weil ich mag nicht so gerne Schokolade mit Obst. Ist einfach nicht meine Welt. Aber so ein kleiner Snack ist ganz schön und ich finde es auch irgendwie ganz nett, dass man das einfach bis zum 26. Dezember noch fortgeführt hat. Ne? Dementsprechend habe ich jetzt hier einmal neben mir den leeren Adventskalender, vor mir den Adventskalender-Inhalt. Hat sich gelohnt schon, ja. Es wird ja eh alles teurer, ne? Und hier haben wir halt Spiel, Spaß und Spannung. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Naschen mit dabei.
Grundnahrungsmittel wie ein Kilo Mehl. Es ist einfach großartig. Und ich finde schon, dass man da einfach in der Adventszeit mit so einem Adventskalender für eine Familie was Gutes macht. Ne? Also definitiv, also mit diesem Inhalt hat man eine Familie glücklich gemacht, sofern die Kinder dann auch so Schulkinder sind und man da halt auch dieses, ne, nutzen kann. Schreibt mir mal gerne, wie ihr den Adventskalender fandet, unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Brandnews Adventskalender, dann lasst es mich gerne wissen. Und dann war es das hier von mir und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!